Deutliche Mehrheit, 84,2% der VfB-Mitglieder stimmen für Ausgliederung. Stadtführung mal anders, mit Schutzanzug geht's in die Kanalisation. Und aktive Flüchtlingshilfe, junge Stuttgarter Hilfsorganisation, hilft Menschen in Not. Ja, und damit guten Abend und willkommen zum Journal hier bei Regio TV. Schön, dass Sie mit dabei sind. Er hat gekämpft wie ein Löwe und wurde belohnt. VfB-Präsident Wolfgang Dietrich hat in den letzten Monaten über 30 Veranstaltungen besucht, hat die Mitglieder aufgeklärt und informiert. Sein Werben für die Ausgliederung der Profifußballabteilung war nun erfolgreich. Kurz vor 23 Uhr wurde gestern Abend bekannt gegeben, 84,2% der stimmberechtigten VfB-Mitglieder sagen Ja zur Ausgliederung. Die Mercedes-Benz Arena erlebte einen lauen Frühsommerabend mit jeder Menge Grund zum Jubeln. Jubel für die Aufstiegsmannschaft um Torschützenkönig Simon Terodde. Jubel für den Zweitligameister-Coach Hannes Wolf. Jubel über allein 11.000 neue Mitglieder, die in der Zweitligasaison neu dazukamen. Jubel über mehr als 14.000 VfB-Mitglieder, die zur Abstimmung kamen. Und am Ende natürlich riesige Freude und Erleichterung beim Präsidium und Aussichtsrat über 84,2% Zustimmung für die Ausgliederung der Profifußballsparte. Eine Entscheidung für die Zukunft, eine Entscheidung, die die Handlungsfähigkeit des Aufsteigers im Haifischbecken-Bundesliga deutlich steigert. Und ich glaube auch, dass das auch dem Verein einen riesen neuen Impuls gibt. Und dieser Impuls, das ist ein letzter Satz dazu, hat mit Geld alleine gar nichts zu tun. Das ist eine Frage von Vereinskultur, ob unser Umfeld weiß, wo wir hinwollen, oder ob wir nur Jahr für Jahr uns irgendwie versuchen, irgendwo durchzuwursteln. Mit der Daimler AG steht der erste Investor schon fest. Das Unternehmen mit dem Stern erwirbt mit sofortiger Wirkung 11,75% und überweist in den nächsten 4 Wochen dafür 41,5 Millionen Euro. Jetzt ist es unsere Verpflichtung, ich sag mal, auch die Rolle zu spielen, die wir immer gesagt haben. Wir sind diejenigen, die dem Verein helfen, sich weiterzuentwickeln, aber wir sind nicht diejenigen, die den Verein dominieren wollen, auf gar keinen Fall. Maximal 24,9% der Anteile will der VfB jetzt veräußern. Bis zu 100 Millionen Euro an frischem Kapital könnte so in den nächsten Jahren in die AG fließen. Geld, mit dem sich der VfB mittelfristig im ersten Drittel der Bundesliga etablieren möchte. Zwei Schwerverletzte und ein Leichtverletzter, das ist die Bilanz eines Unfalls auf der B10 heute Morgen. Laut Polizei war ein LKW nahe Esslingen auf ein Pannenfahrzeug auf dem Standstreifen aufgefahren. Die Ursache dafür ist noch unklar. Während der LKW-Fahrer mit leichten Verletzungen davonkam, wurden die beiden PKW-Insassen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin musste dazu von der Feuerwehr aus dem völlig zerstörten Auto befreit werden. Die B10 war während der Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt. Nach jetzigem Stand schweben die Schwerverletzten aber nicht in Lebensgefahr. Ja, und weitere Nachrichten jetzt noch im Überblick. Musik verbindet. Eine Botschaft, die diese Aktion vermitteln soll. Auf der Stuttgarter Königstraße steht ab heute ein Klavier, auf dem jeder spielen kann. Vorzugsweise Flüchtlinge werden dabei angesprochen. Die Aktion Open Piano for Refugees soll zeigen, dass in der Musik Unterschiede wie Herkunft oder Religion keine Rolle spielen. Die Spenden der Aktion kommen einem Musikprojekt für Flüchtlinge zugute. Das Piano steht noch bis Montag in der Königstraße. Neue Verbindung. Eine neue Buslinie wird demnächst das Flugfeld Böblingen-Sindelfingen mit den Busbahnhöfen von Böblingen und Sindelfingen verbinden. In 10 Tagen startet die neue Linie 705, in die bereits heute unter anderem Landrat Roland Bernhard erstmals einstieg. Mit der Busverbindung soll auch der westliche und nördliche Teil des Flugfeldes besser erschlossen werden. Kleine Regisseure. Diese Schüler sind alle Filmpreisträger. Für ihre selbstproduzierten Trickfilme wurden sie gestern in Stuttgart ausgezeichnet. Unter den Preisträgern sind auch 2 Schulen aus der Region. Der Film Pariert von der Stuttgarter Elementi-Schule hat den 3. Platz belegt. Der Soundpreis ging an die Grundschule Neidlingen im Kreis Esslingen. Der Trickfilmwettbewerb Trick and Click wurde bereits zum 9. Mal von der Landesanstalt für Kommunikation veranstaltet.
Jetzt tauchen wir ab. Alle benutzen sie täglich, aber kaum jemand hat sie je von innen gesehen, die Kanalisation. Der städtische Eigenbetrieb der Stadtentwässerung Stuttgart nimmt die Bewohner mit zu einer der skurrilsten Führungen der Stadt. Unsere Reporterin Lena Konrad hat sich mit in den Stuttgarter Untergrund gewagt. Die Landeshauptstadt hat so einiges zu bieten. Museen, Schlösser, Parks, Stadien und. Bekannte Sehenswürdigkeiten, die viele schon gesehen haben. Ein alter Hut vielleicht. Aber es gibt, ganz in der Nähe, noch unbekannte Stellen in Stuttgart. Und die liegen unterirdisch. Die Stadtentwässerung Stuttgart bietet mehrmals im Jahr eine Kanalführung an. Scheint, als mögen es manche Stuttgarter lieber düster und schmutzig. Sich einmal Stuttgart von der anderen Seite anschauen, das habe auch ich mich mal gewagt. Aber zuerst muss die richtige Kleidung her, bevor es 7 Meter in den nächsten Bachdyker runtergeht. Da unten erwartet mich jetzt wahrscheinlich so einiges, deswegen ist gute Vorbereitung das A und O. Wilfried Gaugele arbeitet seit rund 10 Jahren als Kanalführer bei der SES und kennt die Stuttgarter Kanalisation wie kein anderer. Wir sind als Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Ansicht, dass die Stuttgarter Bürger wissen sollen, was mit ihren Wassergebühren geschieht. Deswegen betreiben wir hier Bürgerinformation und bieten diese Führungen für die Stuttgarter Bürgerschaft an. Und die nehmen das Angebot laut Wilfried Gaugele sehr gut an. Also das Erste, was auffällt, wenn man hier unten ist, es riecht gar nicht so streng wie erwartet. Es ist ein bisschen kühl und feucht, aber es ist auf jeden Fall größer als erwartet. Hier am Hauptsammler der Stadtentwässerung kommt das Abwasser von der Straße wie auch das von den Häusern zusammen. Tagsüber fließen dann rund 800 Liter pro Sekunde durch den Kanal. Als Führer entdeckt man da so einige Sachen, die nicht hierher gehören. Dinge wie Zeitungspakete, die manche Austräger ungern selber austragen und dann über einen Kanaldeckel entsorgen. Wir haben hier schon Fahrräder gefunden, Baudielen, Balken aus dem Bau. Wir haben hier schon alles entdeckt. Diese Sachen bleiben mir zwar bei meiner Führung verborgen, dafür habe ich aber einige sehr interessante Einblicke in den Stuttgarter Untergrund bekommen. Ja, und gleich stellen wir Ihnen ein absolut bemerkenswertes Hilfsprojekt vor, die Balkanroute Stuttgart. Und die bekommt prominente Unterstützung von Ex-Nationalspieler Timo Hildebrand. Mehr dazu in wenigen Augenblicken. Dranbleiben lohnt sich. Herzlich willkommen zurück. Wir wollen Menschen auf der Flucht beistehen und deren Not lindern. Das ist einer der Leitsätze der Hilfsorganisation Balkanroute Stuttgart. Und das ist nicht nur eine leere Phrase, denn das Team um Initiator Serkan Ehren hilft direkt vor Ort. Da, wo die Menschen Hilfe am dringendsten benötigen. Ex-VfB-Profi Timo Hildebrand unterstützt dieses Projekt und steht jetzt kurz vor seinem ersten Hilfseinsatz in der Türkei. Aktuell sind weltweit mehr als 65 Millionen Menschen auf der Flucht. Eine Wahnsinnszahl. Tausende davon sind auf der sogenannten Balkanroute gestrandet. Deren Not hat Serkan Ehren und ein paar Freunde tief berührt. 2015 sind sie deshalb mit einem Kleintransporter voller Hilfsgüter nach Griechenland gefahren. Die Bilder vor Ort haben die Stuttgarter tief beeindruckt. Ja, es war ein absoluter Albtraum damals. Es war mittlerweile jetzt vor 1,5 Jahren. Und sind jetzt aber gegenwärtig in der Türkei, weil wir gemerkt haben, dass dort die Situation am schlimmsten ist. Wir haben dort ganz viele Familien, die dort gestrandet sind. Man muss sich das so vorstellen, dass in der Türkei die Leute sind, die kein Geld für die Überfahrt hatten. Die Überfahrt von der Türkei nach Griechenland kostet 1.200 Dollar. Und die Familien, die eben in der Türkei gestrandet sind, denen geht es mittlerweile am schlechtesten. Ehren und seine Mitstreiter, zu denen auch Ex-VfB-Profi Timo Hildebrand gehört, wollen genau diesen Menschen helfen. Mit Kleidung, Essen und Decken, dem Nötigsten eben.
Kindern soll zudem ein Minimum an Schulunterricht angeboten werden. Mittlerweile ist die Balkanroute Stuttgart ein eingetragener Verein und eine anerkannte Hilfsorganisation. Timo Hildebrand sammelt hierfür Spenden und hilft dem Verein auch als Netzwerker. Jetzt packt der ehemalige Nationalspieler auch direkt vor Ort mit an, da wo die Hilfe am dringendsten benötigt wird. Wir fahren dann auch von Camp zu Camp. Ich sehe meine Aufgabe einfach auch genau wie die anderen Volunteers da unten anzupacken, zu helfen. Und bevor wir jetzt da runterfliegen, habe ich mir auch vorgenommen, einfach auch Spenden zu sammeln. Ich habe viele Freunde und Partner irgendwie auch angehauen und will praktisch nicht nur runterfliegen und anpacken, sondern eben auch ein bisschen monetär dazu beitragen, dass es den Leuten da unten besser geht. Die Stuttgarter sind jetzt sogar für den Smart Hero Award nominiert. Ein Publikumspreis, der von Bundesministerin Brigitte Zypris verliehen wird. Ja, wir sind da super, super stolz drauf einfach. Der Smart Hero Award, muss man sich vorstellen, ist wie der kleine Bundesverdienstkreuz für junge Leute, die sich im Internet engagieren. Und wie Sie die Balkanroute Stuttgart unterstützen können, sehen Sie auf der eingeblendeten Homepage. Das lange Wochenende steht bevor und, oh Wunder, das Wetter spielt mal wieder nicht ganz so mit. Wie es im Einzelnen aussieht, das sagt Ihnen jetzt noch Anna Gröbel. Aber ob nun mit Sonnen- oder Regenschirm, ich wünsche Ihnen schon jetzt einmal so oder so erholsame Pfingsten. Und natürlich noch einen schönen Freitagabend. Machen Sie es gut. Tschüss, auf Wiedersehen. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Die feuchtwarme Luft, die wird jetzt bald vertrieben und das kann ganz schön ungemütlich werden. Der Start in den Samstag, der präsentiert sich aber meistens noch strahlend sonnig. Es tauchen dann aber vor allem über dem Schwarzwald bald die ersten Quellwolken auf. Die werden dicker und dicker und schließlich brauen sich dann immer mehr Schauer und Gewitter zusammen, die sich im Tagesverlauf weiter ausbreiten. Am längsten hält das Wetter noch im äußersten Südosten, also zum Beispiel Richtung Bodensee durch. Die Temperaturen, die steigen vor den Schauern, Gewittern auf hochsommerliche und schwülwarm bis heiße 26 bis sogar 31 Grad. Bei uns in der Region sieht der Vormittag noch recht freundlich aus, aber dann kommen auch bei uns immer mehr Quellwolken dazu und ab Mittag kann es eigentlich jederzeit mal ein kräftiges Gewitter geben und es drohen dann sogar Unwetter. In manchen Orten auch nicht, aber dort, wo ein Gewitter kommt, da kann es richtig zur Sache gehen mit Starkregen, Hagel und Sturm. Zuvor wird es auch bei uns noch mal sehr warm. Die Temperaturen steigen auf 26 bis 30 Grad. In der Nacht auf dem Pfingstsonntag, da regnet es teilweise noch kräftig, aber tagsüber zieht der Regen dann ab. Es wird freundlicher, aber die Temperaturen gehen deutlich zurück. Montag, Dienstag auch nur selten Schauer, aber weiterer Temperaturrückgang. Erst ab Mittwoch geht's wieder aufwärts und ab Donnerstag ist wieder Sommer angesagt.